Irgendwie ist da eine Truhe, aber da komme ich doch nicht ran. Also ich meine, ich kann hier draufschlagen wie so ein Wahnsinniger, aber da passiert ja eigentlich nichts. Na gut, okay. So, da drüben haben wir mal wieder Goblins. Zur Abwechslung. Zu. Steht er da und wartet erstmal, bis er Ausdauer bekommt. Okay. Seems legit. Tschüss, Kino. Gut. Jetzt haben wir das. Ja, dann könnten wir entweder da lang und hier hoch. Oder gleich versuchen, hier hochzukommen. Wir verlieren hier wieder ein bisschen was, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Oh! Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob ich da jetzt hin soll. Nee. Schon gar nicht, wenn wir jetzt gerade keine, also nicht die richtige Kälteresistenz haben. Ach, was denn, hat er mich jetzt doch gesehen? Kollege, ich will keinen Stress. Guck, ich geh weg. Danke. Okay, hier haben wir also noch was vor uns. Das wird bei der nächsten Insel von dem Format wahrscheinlich das gleiche sein. Okay, okay. Gehen wir rüber und dann gehen wir eh runter. What does the fox say? Ding 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 ding. Boah, habt ihr gesehen, wie der böse Goblin den armen Fuchs jetzt niedergemacht hat? Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Er muss bestraft werden dafür. Oder? Der arme Fuchs.
lacht sich so hier seines Lebens, erfreut sich an allem. Und der Goblin macht den einfach platt. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Armer Kleiner. Ja. Na, komm, ihr habt ganz genau gesehen. Ihr könnt, ne, könnt nochmal zurückgehen. Indem ihr auf Klippen geht. Und dann könnt ihr ganz genau sehen. Ihr müsst den Clip ja nicht abspeichern. Aber ihr könnt dann genau sehen, dass der Goblin draufgeschlagen hat. Und dann war der Wolf erst tot und ist umgefallen. Der Fuchs tot und ist umgefallen. Also auf YouTube, ihr könnt zurückspulen. Oh, schon wieder nicht mehr genug Platz. Könnte an dem liegen. Dup, dup, dup. Ja, fort. Wild Kevin's Bucket of Water. Okay. Ach, das sind Wooden Arrows. Und die ist nur Iron Arrows als Gruppe. Alles klar, okay, ich verstehe. Ich dachte, er kann Gesamtpfeile in eine Gruppe tun, aber nein, kann er anscheinend nicht. Schipanimo! Liegen die Goblin-Kinder jetzt mittlerweile auch so in der Gegend rum wie die Monos? Alter, ein Gemetzel hier. Oh, hier waren wir schon. Okay, Entschuldigung. Alright. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Insel. Weil hier oben ist ja dann der Bosskampf. Wo wir jetzt erstmal noch die Stufe 2 Frostschutzgeschichte brauchen. Hier waren wir überall. Das hier waren ja die Pinguine, da sind wir vorbeigegangen. Gut, dann müssen wir jetzt einmal hier hinten vorbeigehen und unser Eisen wieder einsammeln. Dann da noch vorbeigehen und den Pillar abholen. Und dann geht's erstmal nach Hause. Ah, schön. Oh, da rollen explosive Fässer. Ich glaube, das ist jetzt nicht so gut. Oder? Ich sammle die mal auf. Ah, ne, das bekommt mir zu schnell Schaden. Bye, bye. Guck mal, ich brenne. Brennst du auch gleich? Nö. Upp. Ach, hier waren wir auch schon. Wahrscheinlich ziemlich am Anfang vom Stream. Na gut. Oh, Pilze. Okay. So.
So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Jetzt sind wir hier. Na gut, da haben wir noch ein bisschen Weg. Truhen. So. Okay. Also auf jeden Fall sind in den Truhen wenigstens immer irgendwelche Schwerter drinne und die können wir dann schön opfern. Und wenn wir die opfern, bekommen wir ein paar Stats noch mit dazu. So. Das ist ja nicht verkehrt, ne? Großer schwarzer Bär. So, wieder für die Heilung. Sowas mitnehmen. Sehr gut. Und jetzt sagt er, ach, da ist er. Wie konnte ich denn den bitte übersehen? Ja, gut. Was bist du denn für einer? Ach ja, von dieser kleinen Karawane da drüben, ne? Hallo. Ja, das ist richtig. Du brauchst wohl etwas mechanische Kräfte, um hier weiterzufliegen. Ich hab nicht genug Platz für Fäkalien. Wo kommen wir denn da hin? Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja eine Frechheit. Sind Fäkalien hier? Hm. Was essen wir denn dann mal? Hm. Gift. Ja, Gift ist immer gut. Ach komm, nehmen wir das hier. Kann man die hier kaputt machen? Hier schon so da liegt. Ne? Und nehmen wir das doch mal mit. Ja, da wird der Händler ausgeraubt. Natürlich, Sky. Grüß dich. Du hier und ich in Hollywood. Oh, sei gegrüßt. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Das ist freiwillige Umeignung. Das hat mit Diebstahl nichts zu tun. Ich habe ganz lieb gefragt und wie du gesehen hast, hat auch keiner protestiert, ne? So. Wo ist das jetzt also Diebstahl? So, dann gucken wir mal, was hier drüben schon rausgekommen ist. Och, da kann man ja nicht Nein sagen, ne?
Dafür, dass wir das einfach einmal aufgebaut haben und dann gewartet haben. Und sind einfach hier einmal um die Insel rum. Ist das doch okay? Sozialistisch umgelagert, siehst du? Sehe ich auch so. Also, du meinst, das hat jetzt was damit zu tun, dass das jetzt, ne? So, wegen mir war. Weil ich hier so mit zwei Schwertern im Dual-Wield in der Gegend rumgeschlagen habe um mich, ja? Du meinst, sie waren eingeschüchtert. Ist es das, was du sagen möchtest? Das glaube ich nicht. Nee. Nee. Da ist noch eins. So, okay. Plump. Sehr gut. Und jetzt einmal nach da drüben. Okay. Nee, also ich gebe Larynia da... Ich gebe Larynia da eindeutig recht. Ne? Das ist... Überzeugungskraft gewesen, ne? Mein Charisma, meine Erscheinung. Ne? Also jetzt nicht von mir, von dem da. Ja. Und da haben die gesagt, ach so, ja, du brauchst das jetzt, okay, wussten wir nicht. Dann nimm, ehe du stirbst, ne? Gebe ich dir lieber Essig und Pfeffer. Und das finde ich nett, ne? Ich finde, das haben sie sehr schön gemacht. Ja. So. Einmal hier rein. Kiddies, kommt her. Schuss. Ja. Komm her. Du protestierst doch sonst immer. Ein Schamane. Hört sich legit an, ne? Siehst du. Du darfst nicht immer das Negative sehen, ne? In den Menschen und so. Das ist, manchmal sind wir alle ganz lieb. Also jetzt nicht hier dieser kleine fiese Goblin, der mich hier die ganze Zeit irgendwie beschießt oder dieses Goblin-Kind, was jetzt hier irgendwas von mir will. Die sind nicht lieb. Aber manch andere von uns, die sind lieb. So. Na, darfst trotzdem zuschlagen mit deinem zweiten. Ja. Ach, da unten ist... Das sind ja nochmal Kisten. Ja, ja, schlag mich halt. Mal, das verstehe ich jetzt gerade nicht, was du damit sagen möchtest. Also ich würde gerne Dual Wield machen, aber ich muss gerade erstmal die davon überzeugen, mich in Ruhe zu lassen, damit ich repairen kann. Doch, doch, Mal ist total am Arbeiten. Das verstehst du jetzt gerade falsch.
her zu mir. Okay. Ich finde es schön, dass sie so viele Tiere eingesprochen haben, persönlich. Da ist noch ein Turm. Da ist noch ein Turm. Mann, Mann, Mann. Schon wieder dran vorbei. Da ist auch der Turm. Bumm. Zurück. Zurück in die Heimat. Alter Schwede. Schweine wieder im Spaßbad. Also, ne, nicht im Spaßbad, aber im Spaßlaufrad. Ach, schön. Das ist gut so. Ja. Es ist auch so herrlich, dieses Geräusch, wenn du hier irgendwo dagegen ditchst. Es klingt so richtig so... Herrlich. Als wenn du dir hier übelst Fleischwunden zugezogen hast. Refining Stone. Can use this. Okay. Die kannst du also selber herstellen und aus denen kannst du dann noch mehr. Hm. Ich glaube, ich müsste mir dieses mit dem Refining nochmal angucken. Stelle ich gerade schon wieder fest. Okay, gut, dann... haben wir ein bisschen Eisen mitgebracht. So, ein bisschen Gold. Okay, dann gehen wir nochmal hier hin. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Oh. So, komm her. So. Jetzt haben wir hier diese... Core of Ice Crystal. Das haben wir. Ah, da bräuchten wir noch eins dafür. Und das hier ist wieder harmlos. Und dann könnten wir auch den Boss eventuell uns mal angucken. Das heißt, wir gehen dann auf jeden Fall noch auf die zweite Eisinsel. Oder mal zur Abwechslung in die... ja. Für die Giftpfeile. Ja. So, wie sieht das eigentlich hier aus? Ihr habt noch nicht verkauft, ne? Ne. Okay. Gut, dann Kisten einsortieren. Wir alle lieben es.
Geil, das hier ist so ein bisschen das Problem an diesem Spiel, diese Inventare hier. Jeder Mob, jedes Biom, jedes alles hat irgendwo sein eigenes, seine eigenen Enchantments auf den einzelnen Items und du wirst wahnsinnig. Du wirst einfach blöd. Brauchst da so viel Inventar oder du fängst halt an, alles so zu scrubben, wie es hier steht. Das heißt, du schrubbst dir die Enchantments weg. Aber es ist halt trotzdem. Er stackt es dann trotzdem manchmal nicht so richtig und. Es ist schon manchmal ein bisschen lästig. So. Das. Okay. Okay, siehst du, das meinte ich vorhin. Die Neuner hätten wir. Das heißt, den Speer könnten wir uns eventuell machen. Oh. Und wir haben schon wieder 6 von diesen Slates. Also ich könnte mich nochmal upgraden. Das, mal sehen. Könnten wir eventuell dann auch nochmal machen. Schauen wir mal. Okay. Dann filetieren wir mal ein paar Fische. So, also lieber Chat, was ist euch lieber? Nochmal ein Eisbiom oder als nächstes lieber die Geschichte mit dem Poisonous? Ich habe derzeit nur Englisches im Kopf. Also mit dem vergifteten Wald. Der, by the way, ziemlich geil aussieht. Also. Aber ich will euch ja nicht ne, zu irgendwas hinreißen. Okay, Larinia sagt Wald.